Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 1. Wir befinden uns vor der Torsteuerung und wir werden sie aktivieren. Und die Flaggsteuerung deaktivieren wir zuerst. So. Ich sehe, dass die Haupteinheit offline ist, Commander. Nähern uns jetzt der Salarianer-Basis an. Out. Gut, Torsteuerung. Abmarsch bereit, Commander. Die Tore sind offen, sehr gut. Da ist noch eine Kiste, die nehmen wir noch mit. So. Und rein in den Akku. Oh, da ist die Normandy. Hallo Normandy. Nächstes Tor öffnet. Hallo Leute. Noch Brücke deaktivieren. Also Brücke, also Tor aufmachen, dann haben wir es. Lalalalala. Ist ja friedlich, wenn man nicht geschossen wird. Öffnen, alles nehmen. Was sagt ihr denn dazu? Sind bereit. Also, dann los. Okay, ihr habt nichts dazu zu sagen. Das war's dann. Wir sollten jetzt das salarianische Camp erreichen können. Gut. Bis jetzt war es einfach, aber das wird bestimmt noch schwieriger. Das ist ein ziemlich übles Gewitter. Commander, die Normandy ist an der Basis gelandet. Aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Okay. Da ist das Captain. Das auf die Normandy. Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Status. Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, 3. Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Machen Sie Witze? Einfach großartig. Und jetzt? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Sorry, sie kommen nicht. Wir konnten Ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Tut mir leid. Was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis.
Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geht. Sagen. Ist er hier? Haben Sie ihn gesehen? Nein, aber seine Geht sind überall und wir haben einige Funksprüche abgefangen, in denen er erwähnt wurde. Das hier ist seine Einrichtung. Irrtum ausgeschlossen. Das gefällt mir nicht. Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Genophage? Was ist so wichtig daran, diesen Genophage zu heilen? Er war die Lösung des Kroganer-Problems. Nach den Aufständen brachten wir den Genophage mit der Kroganer-Population in Berührung, um ihre Anzahl zu kontrollieren. Ohne ihn würden die Kroganer in Windeseile die gesamte Galaxis überschwemmen. Und diese Kroganer folgen Saren. Wir müssen ihn stoppen. Die Geths sind schlimm genug. Aber eine kroganische Armee. Damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Schon in Ordnung. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede mit ihm. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan überdenken. Können Sie uns etwas Zeit lassen? Gut. Nur zu, Captain. Ich komme bald wieder. Es wird nicht lange dauern, Commander. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Rex? Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Täte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Sie haben recht. Ich werde vorsichtig sein. Aber halten Sie sich bereit. Nur für den Notfall. Ich bin immer bereit. Okay. Speichern wir sicherheitshalber mal. Ich möchte nämlich Rex nicht verlieren. Squad. Automatischer Stufenaufstieg. Meisterhaftes Blutbad. Ashley? Es wird kein leichter Kampf. Aber wir sind bereit, wenn Sie es sind. Okay. Rex verhalten nicht. Er ist bis zum Äußersten gereizt. So wie immer. Ich mache mir Sorgen wegen Rex. Können wir ihm noch vertrauen? Ach, das wird schon. Hey, Talia. Die stehende Schlacht jagt mir Angst ein. Ich weiß aber auch, dass Saren aufgehalten werden muss. Wir schaffen das. Ich bin schon viel zu lange auf dieser Mission. Meine Brut wird mich nicht mal mehr erkennen. Rex? Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Verstehe. Beruhigen Sie sich, Rex. Ich bin hier nicht der Böse. Saren ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Ich sollte Ihnen das nicht erklären müssen, Rex. Überzeugen Sie mich. Wenn Sie mir keinen besseren Grund liefern können, die Hoffnung meines Volkes zu zerstören, dann bin ich fertig mit Ihnen. Stellen Sie mich nicht vor die Wahl. Ich werde nicht zulassen, dass Sie die Mission gefährden. Das war's dann. Nach all der Zeit bekomme ich nicht mehr von Ihnen? Wieso sehen Sie denn nicht, was das für alle Kroganer bedeutet? Diese Basis darf nicht zerstört werden. Ich werde das nicht zulassen. Das ist nicht Ihr Volk, Rex. Diese Kroganer sind Sarens Sklaven. Werkzeuge, Marionetten, die er benutzt und dann wegwirft. Ist es das, was Sie für Ihr Volk wollen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Zum Dank dafür, dass wir die Rache nicht auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Okay, Shepard. Sie haben sich klar ausgedrückt. Mir gefällt das zwar nicht, aber ich vertraue Ihnen weit genug, um Ihnen zu folgen. Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir. Einverstanden.
Wir haben es geschafft. Rex darf weiterleben. Na, Rex, alles klar? Wenn wir das wirklich tun wollen, sollten wir endlich aufbrechen. Okay. Hey, Liara, alles klar? Es war wirklich beeindruckend, wie sie den Kroganer besänftigen konnten. Diese Einrichtung ist extrem gut gesichert. Sie muss Saren sehr wichtig sein. Es überrascht mich, dass sie einen Kroganer zur Vernunft bringen konnten. Pass auf deinen Kroganer auf. Er weiß schon, was er macht, sobald er in den Brutkammern ist. Diese Salarianer sind ganz schön zäh. Ich hoffe, so bleiben sie auch, wenn der Druck wächst. Sagen Sie einfach nur Bescheid. Ich bin bereit. Bei all diesen Abwehrmaßnahmen muss Saren etwas Gewaltiges verstecken. Tali? Ich werde für Sie kämpfen, Commander. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Ich bin Commander Rentola. Ich kann Sie mit Vorräten für die anstehende Mission ausstatten. Für alles andere sollten Sie mit Captain Kirahi sprechen. Viel können Sie nicht haben. Sagen Sie einfach, was Sie da haben. Wir haben nur begrenzte Reserven. Wir hatten eine Flotte angefordert, um Sarens Basis zu zerstören. Stattdessen schickten die Sie. Wir sind doch Idioten. Seit dieser ganze Zirkus angefangen hat, habe ich versucht, den Rat vor Saren zu warnen. Dann hoffe ich, dass Sie Muße finden und zuhören, bevor es zu spät ist. Was können Sie anbieten? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Das nehmen wir mit. Okay, alles klar. Dann sprechen wir mal mit Captain. Mit dem Captain. Danke, dass Sie mit dem Kroganer gesprochen haben. Der Sturm auf Sarens Basis wird auch so schon schwierig genug. Sie haben einen Plan. Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben. Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Cool. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Bäumchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Hört sich schwierig an. Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Klingt riskant. Wir werden sie nicht direkt angreifen können. Ganz sicher nicht. Aber ich glaube, es ist auch anders zu schaffen. Ich werde meine Männer in 3 Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Könnte funktionieren. Gute Idee, aber ihre Männer werden dabei niedergemetzelt. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich Sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Du möchtest einfach mein Team haben. Einer Ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren. Vergessen Sie es. Es ist nicht meine Art, meine Leute dem Kommando anderer zu unterstellen. Verstehe ich gut. Aber diese Mission ist zu wichtig, als dass auf persönliche Vorlieben Rücksicht genommen werden kann. Er hat recht, Commander. Wir können es nur schaffen, wenn beide Teams auf gleicher Höhe sind. Ich melde mich freiwillig. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird Sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Wen brauchen Sie, Captain? Wer ist für die Mission am geeignetsten? Beide wären geeignet, Commander. Beide scheinen bereit zu sein, wenn nötig, ihr Leben zu opfern. Obwohl ich hoffe und davon ausgehe, dass das nicht nötig sein wird. Jetzt haben wir die Wahl. Entweder Kaidan oder Ashley. In den letzten, nochmal von vorne. Also, in meinen letzten Durchspielen habe ich immer wieder Kaidan sterben lassen und Ashley mitgenommen. Aber dieses Mal entscheide ich mich anders. Dieses Mal nehmen Sie Ashley mit. Williams, Sie begleiten den Captain. Keine Heldentaten, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Gut. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Natürlich, eben habe ich immer Fluchtplan der Sarianer. Die Normandy wird mich abholen. Wie werden Ihre Teams der Explosion entkommen? Wir werden die Gate so lange wie möglich beschäftigen. Sobald die Bombe an Ort und Stelle ist, werden wir versuchen, zurückzufallen und dem Detonationsradius zu entkommen.
Wenn wir uns beeilen, sollten wir mit annehmbaren Verlusten entkommen können. Wenn nicht, wird man uns als Märtyrer für eine größere Sache in Erinnerung behalten. Klingt gefährlich. Bei Ihnen hört sich das wie ein Selbstmordkommando an. Ich werde Sie nicht anlügen, Commander. Es besteht die Möglichkeit, dass keiner von uns den Angriff überlebt. Das gilt auch für Ihr Team. Aber wir werden tun, was nötig ist. Die anderen Teams. Shadow leuchtet mir ein. Welche Codenamen bekommen die anderen Teams? Igor, Manowai und Jaito. Das waren die anfänglichen Siedlungen auf unseren ersten drei Kolonialwelten. Sie sind bis heute das Herzstück des salarianischen Territoriums. Die Namen werden meine Männer daran erinnern, wofür sie kämpfen. Wenn wir eine Chance auf Erfolg haben wollen, muss etwas Persönliches einfließen und auf dem Spiel stehen. Wie war nochmal der Ablauf? Fassen Sie den Plan bitte nochmal kurz zusammen. Sie sind das Team Shadow. Wir werden für Ablenkung sorgen, während Sie in die Basis eindringen. Arbeiten Sie sich bis zur Brutstätte im Herzen der Einrichtung vor. Schalten Sie die Flakgeschütze aus, damit die Normandy landen und den Nuklearsprengkopf abladen kann. Wenn wir soweit kommen, werden wir versuchen, Ihnen mit den Geschützen zu helfen. Aber verlassen Sie sich nicht darauf. Sobald Sie die Bombe haben, deponieren Sie sie neben den geothermischen Leitungen. Dann verschwinden Sie, bevor das Ding detoniert. Die Bombe. Ich möchte mehr über die Bombe wissen. Wie zuverlässig ist sie? Ihre Zuverlässigkeit hängt von der Person ab, die sie scharf schaltet. Aber sie wird ihren Zweck erfüllen. Der Antrieb ist höchst unempfindlich gegenüber Schäden durch externe Quellen. Sobald sie scharf geschaltet ist, gibt es kaum etwas, das sie aufhalten kann. Verstehe. Die Hauptsache ist, sie zu platzieren und scharf zu schalten, bevor die Geht uns aufhalten können. Okay, ich bin bereit. Gut, dann los. Ausgezeichnet. Dann entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meine Leute vorbereiten. So soll's sein. Machen Sie keine Dummheiten, solange ich weg bin, LT. Und Sie auch nicht, Commander. Wir werden es schon schaffen. Sie werden es erleben. Ja, ich... Viel Glück. Was gibt's, Ashley? Wollen Sie was sagen, Chief? Ich weiß nicht. Es ist nur so seltsam, die Befehle von jemand anders zu befolgen. Ich hatte mich an Sie gewöhnt. An Sie alle. Keine Sorge. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Ich weiß. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu dienen, Commander. Mir auch. Wir sind ein Team. Ganz egal, ob wir in der gleichen Einheit sind oder nicht. Wir bleiben ein Team. Passen Sie aufeinander auf. Halten Sie die Augen offen. Und kämpfen Sie so, wie ich es von Ihnen gewohnt bin. Dann kommen wir hier alle lebendig wieder raus. Darauf können Sie wetten, Commander. Sie alle kennen die Mission und wissen, was auf dem Spiel steht. Mittlerweile würde ich jedem von Ihnen mein Leben anvertrauen. Aber ich habe auch gerüchteweise von Unzufriedenheit gehört. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir wurden für die Spionage ausgebildet. Würde die Angelegenheit nicht unter Verschluss stehen, wären wir sogar Helden. Ruhm und Ehre im Kampf werden uns nicht vergönnt sein. Denken Sie an unsere Helden. Den Leisetreter, der eine ganze Nation mit einem einzigen Schuss gerettet hat. Oder den Allwachsamen, der ganze Armeen mit geheimen Fakten ins Unglück gestürzt hat. Diese Legenden können uns hier zwar keinen Trost spenden, aber sie sind mit uns auch nicht vergleichbar. Vor dem Netzwerk gab es die Flotte. Vor der Diplomatie waren sie Soldaten. Unser Einfluss hat die Rachni gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss hat die Kroganer gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss wird Saren stoppen. In der heutigen Schlacht werden wir die Stellung halten. Huha! Viel Glück, Commander. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Okay. Ich brauche einen Panzer. Ich brauche Rex. Und wir nehmen Kaidan mit. Komm, Jack. Können Sie mich hören, Commander? Ja. Klar und deutlich. Gut, wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Und Commander, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen, wären wir für jede Hilfe dankbar. Okay. Speichere Inhalte. Shadow ist am Boden. Wiederhole, Shadow ist am Boden. Chief Williams mit dem Eigo-Team. Manowai, J2-Team, los! Wird Zeit, auf uns aufmerksam zu machen. Manowai steht unter Dauerbeschuss. Achten Sie auf Geschütztürme, die den Geht helfen könnten.
Erledigen Sie sie! Nicht jetzt, Commander! Genau meine Art von Urlaub. Ein Haufen Landschaft, ein Haufen zum Umnehmen. Alles nehmen. Gehen wir weiter. Irgendwas stört Ihre Zielanvisierung. Wir haben einen Treffer. Chief Williams, helfen Sie Manoval. Funkstation. Williams, können Sie was sehen? Oh Gott. Er hat mich sofort getötet. Das war ein sehr großer Fail. Hoffentlich ist der Speicherstand nicht so weit entfernt. Ja, wir können alles nochmal machen. Shadow ist am Boden. Ja. Wiederhole. Also Shadow mal. Ist am Boden. Chief Williams mit dem Eigo-Team. Manovai, J2-Team, los! Wird Zeit, um uns aufmerksam zu machen. Steht unter Dauerbeschuss. Achten Sie auf Geschütztürme, die den Gates helfen könnten. Machen wir das nochmal alles. Ausrüstung, ich möchte besser. Ja. Sprengsatz. Sprengstoff. Und bessere Schilde. Irgendwas stört Ihre Zielanvisierung. Wir haben einen Treffer. Chief Williams, helfen Sie Manoval. Diesmal nicht.
wieder getötet worden. Nur Rex hat natürlich mehr überlebt. Aber es hat doch eben gespeichert. Bitte, 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 komm, hör auf zu laden. Ja, haben Glück, haben Glück, haben Glück. Gut. Dann würde ich sagen, das wäre es erstmal für heute. Das war Let's Play Mass Effect 1 und wir sehen uns im nächsten Mal wieder.